Ja, willkommen zurück zu unserer Vorlesung. Das letzte Kapitel ist betitelt Chaos, Emergenz, Selbstorganisation. Und was wir hier vor uns haben, ist natürlich keine eigenständige Erkenntnistheorie, aber das sind Begriffe, die ich im Rahmen unserer psychologischen Methodologie für außerordentlich wichtig halte. Und es sind Prozesse, die in der Psychologie bislang noch gar nicht so richtig Fuß gefasst haben. Deswegen will ich ein klein bisschen neugierig darauf machen und hoffen, dass das vielleicht bei Ihnen auf fruchtbaren Boden fällt. Anstoß könnte zum Beispiel sein, der Big Bang, die Kosmogenese, die in der Physik betrachtet wird. Schauen wir mal hier auf dieses Diagramm. Wikipedia zum Stichwort Urknall zeigt ein wunderbares Diagramm an, The Big Bang. Und wir sehen, dass das der Beginn unseres Weltalls ist, der hier in einer raumzeitlichen Ausdehnung zu betrachten ist. Hier ist der Ursprung, der eigentliche Urknall, der Beginn der uns bekannten räumlichen Materie. Und wir sehen, hier sind Zeitabschnitte, wenn Sie hier auf diese Zeitachse betrachten, 10 hoch minus 42, 10 hoch minus 34, 10 hoch minus 10, das sind immer Milliardstel Sekunden und noch kleinere Teile von Sekunden. In Bruchteilen von Sekunden passiert etwas, dass wir tatsächlich ganz bestimmte Substanzen in der Welt finden, dass wir tatsächlich die ersten Protonen, Neutronen vorfinden. Das geschieht rasend schnell. Wir sind jetzt in dieser Achse natürlich schon ziemlich weit nach rechts. Sie sehen hier den denkenden Menschen, der irgendwann entsteht. Aber das Ganze entwickelt sich natürlich. Expansion des Universums, das ist die Entstehung, das Auseinanderdriften von Galaxien und die am Anfang stehende Energiedichte, die unendlich ist und dann plötzlich knallt und sich ausdehnt. Das ist ein unglaublicher Prozess, der Urknall, der 10 hoch minus 44, das ist der eigentliche Beginn, der als Planckzeit, eine Planckzeit zurück liegt. Das ist hochinteressant. Was will ich damit illustrieren? Ich will damit zeigen, hier passiert etwas, hier entsteht Emergenz, hier entwickelt sich das Weltall, der Mensch als ein Teil dieser gedachten Entwicklung über Tausende von Millionen Jahren. Und wir sehen, wie rasch manche Entwicklungen erfolgen. Gerade in den ersten paar Minuten haben sich die Grundstrukturen der Natur natürlich etabliert. Und wir sehen, dass tatsächlich hier ganz unterschiedliche Entwicklungsverläufe sind. Der Mensch, ein ganz frisches Element, Chaos und Ordnung, das müssen wir hier simultan im Blick haben. In gewisser Weise ein dialektischer Prozess. Chaostheorie und Selbstorganisation. Das hat damit zu tun, dass wir in der abendländischen Philosophie, in der abendländischen Wissenschaft zwei Eckpfosten eingehauen haben. Das erste sind Newtons Principia Mathematica, Naturgesetze als Bewegungsgleichung aufzufassen. Das ist das erste Prinzip. Alle Veränderung erfolgt kontinuierlich. Natura non facit saltus. Die Natur macht keine Sprünge. Das ist die Idee einer kontinuierlichen Entwicklung. Im 19. Jahrhundert ist eine zweite Position dazugekommen, die bis heute Gültigkeit hat. Das ist der Hauptsatz der Thermodynamik. Und in der populären Form heißt es, alle Ordnung zerfällt über kurz oder lang, weil die Entropie als Maß der Unordnung in einem geschlossenen System nur zunehmen kann.
Deswegen muss man Ordnung aufrechterhalten, gewaltsam aufrechterhalten. Ich muss ab und zu meinen Schreibtisch aufräumen, sonst wird das Chaos überfällig und die Unordnung nimmt astronomische Ausmaße an. Ob das gewaltsam gesteuert wird oder vielleicht doch vorsichtiger, lassen wir mal dahingestellt. Aber auf mikroskopischer Ebene, etwa wenn wir das Verhalten von Gasmolekülen betrachten, gibt es bis heute Unüberschaubarkeit und Unberechenbarkeit, das, was die Physiker dann Chaos nennen. Das sind Phasenübergänge beim Wechsel von Mikro- zu Makrophänomenen oder umgekehrt von Makro- zu Mikrophänomenen. Solche Phasenübergänge haben wir natürlich auch in der Psychologie als interessantes Denkmodell, aber ich kenne keine Theorie, die diese Phasenübergänge wirklich explizit modelliert. Hier ist ein Satz, den ich sehr interessant finde, die Welt als Prozess zu betrachten. Die Welt ist nicht, sondern sie geschieht. Ja, das heißt, da ist ein permanenter Prozess. Das ist das, was die Big Bang Illustration deutlich macht. Wir sind in einem permanenten Prozess der raumzeitlichen Ausdehnung, der immer noch abläuft nach dem Urknall, auch Milliarden Jahre nach dem Urknall immer noch sozusagen diese weitere Bewegung aufnimmt. Und das ist eine ganz wichtige Frage. Wie viel Chaos steckt eigentlich in menschlicher Psychologie? Wie viel Selbstorganisation ist dafür nötig, um hier Ordnung zu halten, um beispielsweise eine Persönlichkeit zusammenzuhalten? Ein Beispiel für Selbstorganisation. Hier sehen Sie ein Beispiel, was Kenrick 2001 in seinem Artikel ausführlicher beschrieben hat. Er beschreibt die Veränderung in einem System von Tag 1 bis Tag 14. Zwei simulierte Nachbarschaften, die hier einmal als die A-Nachbarschaft in der linken Seite und die B-Nachbarschaft in der rechten Seite beschrieben wird und wo klar beschrieben wird, wie kommt es denn nach 14 Tagen zu Ordnung? Wir sehen, beide Systeme A und B sind an Tag 1 zufällig angeordnet, aber sie haben ganz bestimmte Strategien, die in beiden Systemen verfolgt werden und wo wir sehen, da gibt es selbststabilisierende Muster. Im linken Fall führt das zu einer Anordnung der Punkte in der linken oberen Ecke. Im rechten Fall führt das zu einer Anordnung von zwei getrennten Hälften, einer weißen und einer schwarzen. Ja, und das ist interessant, wir sehen, die schwarzen Zirkel sollen Individuen mit aggressiven Strategien verkörpern, die weißen Zirkel sollen entsprechende Individuen mit nicht aggressiven Strategien darstellen. Das ist ein interessanter Prozess, der uns darauf hinweist, hier kann es zu ganz bestimmten Organisationsprozessen schon nach kurzen Zyklen kommen. Und das ist wichtig, dass wir darüber nachdenken, wie kommt es zu solchen Selbstorganisationsprozessen. Das Ganze würde ich unter dem Stichwort der Dialektik von Chaos und Struktur fassen. Wir haben beide Prozesse, chaotische Prozesse und strukturierende Prozesse, reversible Prozesse, wie sie hier den irreversiblen Prozessen gegenübergestellt werden. Reversible Prozesse sind periodische, zyklische, wiederkehrende Ereignisse, etwa die täglich und monatlich und jährlich wiederkehrenden Jahreszeiten, die Rhythmen, die wir hier sehen, Herzschlag, Atmung, Pendelphänomene, atomare Schwingungen, das ist alles ausschlaggebend für das, was wir phänomenal als Stabilität erleben. Wir erleben den Wechsel der Jahreszeiten als völlig normalen Lauf. Das ist ein reversibler, strukturierter Prozess. Der irreversible Prozess, das sind die
instabilen, nicht periodischen, chaotischen Komponenten. Das Wetter gehört dazu. Das hat viele chaotische Elemente. Aber auch die Ontogenese, Geburt und Tod, das sind Prozesse, die sehr wenig wiederkehrend sind. Man wird nur einmal geboren, man stirbt nur einmal. Das ist Veränderung. Das ist die Veränderung, die wir wahrnehmen. Da finden turbulente Prozesse statt, Wachstumsprozesse oder Sterbeprozesse, die irreversibel sind. Und das macht die Veränderung im Unterschied zur Stabilität aus. Eine kleine Denkanregung für die Beschreibbarkeit von chaotischen Systemen. Hier ist als Beispiel ein Fraktal, die sogenannte Mandelbrotmenge, gezeigt. Grafisch hier mit Farben dargestellt, wunderschön, ein Bild, was interessante Eigenschaften hat, nämlich das sogenannte Apfelmännchen. Wenn wir hier genau hinschauen, dann sehen wir, dass in jedem Aspekt der Form die gesamte Form enthalten ist. In jedem kleinen Winkelstück ist jeweils die große Form, die wir sehen, enthalten. Und das ist etwas sehr Interessantes, die Selbstbezüglichkeit, die wir hier vorfinden. Das sieht sehr chaotisch aus, auch wenn es eine innere Ordnung hat. Und diese Ordnung ist in Wirklichkeit außerordentlich simpel. Ja, wenn Sie hier sehen, wie man die Mandelbrotmenge erzeugt, ich will Ihnen das hier nicht alles vorlesen, aber Sie können hier sehen, dass wir eine Zahlenreihe erzeugen, die ganz systematisch aus dem vorherigen Element berechnet wird, und da wird was quadriert und ein gewisser Betrag C dazu addiert, und fertig kommt man an das neue Folgenglied. Eine sehr einfache, im Grunde sehr einfache Formel, die hier aber eine sehr chaotische Struktur, eine sehr interessante Struktur produziert. Mandelbrotmengen sind faszinierend. Schauen Sie sich das genauer an, wenn Sie das ebenso begeistert wie mich. Noch ein Beispiel für Fraktale. Sie sehen, das ist einfach toll. Hier hat der französische Mathematiker Gaston Julia eine etwas andere Formel gewählt. Er hat hier ein konstantes C genommen, nämlich eine ganz bestimmte Zahlenkombination, und hat dann daraus eine Mandelbrotmenge in Anführungszeichen, nämlich die Julia-Menge, erzeugt, die auch ähnliche Eigenschaften der Selbstreferenzialität besitzt, ähnlich komplex aussieht, aber in Wirklichkeit ganz simpel hergestellt wird. Das ist ganz simpel, ist übertrieben, aber jedenfalls mit einer einfachen Formel wird hier Chaos, scheinbar Chaos, erzeugt, und wir sehen, das, was nach außen chaotisch aussieht, ist im Inneren mit einer sehr einfachen Beschreibungsformel versehen. Das bringt uns zum Nachdenken. Vielleicht können wir auch die Komplexität mancher menschlichen Verhaltensweisen durch sehr einfache Parameter beschreiben, wenn wir nur wüssten, was die Formel ist. Noch eine Anregung, die im Kontext von Chaos und Struktur und von Selbstorganisation interessant ist, nämlich Network Thinking. Das Ganze läuft unter dem Stichwort der Small Worlds, und ich empfehle Ihnen dringend, das kleine Büchlein von Mark Buchanan zu lesen. Das liegt in unserer Library. Das ist eine kurze Beschreibung der sogenannten Small World Befunde. Und Small World, das ist Netzwerkdenken. Da geht es plötzlich um die Relationen eines Systems und nicht um dessen einzelnen Elemente. Was Sie links hier sehen, ist zum Beispiel ein Routenplan der Fluglinie Continental Airlines. Und diese Fluglinie macht deutlich, die haben bestimmte Orte, die werden selten angeflogen, San Francisco, Los Angeles, San Diego beispielsweise, während andere Orte wie hier Cleveland oder hier vorne auch New York viel dichtere Konnektionen aufweisen. Das sind Hubs, das sind zentrale Elemente, und das werden wir uns gleich genauer anschauen. Wenn Sie
ihre eigenen sozialen Kontakte versuchen darzustellen und sozusagen hier Melanie in die Mitte nehmen oder als den Punkt betrachten, von dem sie ausgehen, dann sehen sie, Melanie ist eng befreundet mit Kim, das ist die kürzeste Distanz, das ist die engste Freundin, das nehmen wir mal an. Und hier ist Gar etwas näher, etwas weiter entfernt, aber auch noch nah dran. Und wir sehen, da sind andere Personen, etwa Doug, mit dem Melanie befreundet ist. Und Doug wiederum ist mit Greg und mit Karen verbunden. Sie können auf diese Art und Weise ein soziales Netzwerk aufmalen. Das ist eine interessante Form, weil wir können hier natürlich auch wieder sehen, es gibt bestimmte Knotenpersonen. Melanie ist in diesem Fall ein wichtiger Knoten, aber auch Duck ist ein wichtiger Knoten. Und es gibt randständige Figuren, wie zum Beispiel Sid, der hier am Rande dieses Netzwerks auftaucht, oder auch Gar. Das sind beides eher randständige Figuren. Jack gehört sicher auch zu einem solchen randständigen Element. Sander vielleicht auch. Hier gibt es eine kleine Untergruppe, ein Dreierteam. Sid, Doyne und John bilden eine Subgruppe. Wir sehen interessante Strukturen, das ist Network Thinking. Ich habe eben schon gesagt, es gibt beim Netzwerkdenken wichtige Konzepte. Eines davon ist die Bedeutung von Knotenpunkten. Das sind viele Knoten in einem Netzwerk, die haben ganz wenig Verbindung, die randständigen. Ja, da haben wir sehr viele von. Aber es gibt einige wenige Knoten, unsere Melanie zum Beispiel, die hat sehr viele Verbindungen. Und das ist eine interessante Beobachtung, die sogenannte 80-20-Regel, das Pareto-Prinzip oder auch in der Bibel das Matthäus-Prinzip, wer hat, dem wird gegeben. Da wird deutlich, dass in solchen Netzwerken nicht gleichförmig alles gleich verteilt ist, sondern es gibt etwa zum Beispiel 20% der Bewohner eines Landes, die 80% des Vermögens auf sich ziehen. Das hat Pareto schon sehr früh bei Untersuchungen über die Einkommensverteilung in Italien im 19. Jahrhundert festgestellt, dass hier sozusagen eine ganz merkwürdige Konzentration stattfindet. Sie kennen vielleicht auch das Prinzip, wir können 80% eines Auftrags mit relativ wenig Aufwand, mit dem gleichen Aufwand bewältigen, wie wir die restlichen 20% Zeitaufwand benötigen. Das heißt, manchmal heißt es, wenn Sie zu 95% mit Ihrer Bachelorarbeit, mit Ihrer Qualifikationsarbeit zufrieden sind, wenn Sie sagen, na, da fehlt noch ein bisschen. Die letzten 5%, die können enorm viel Zeit kosten. Und die 80-20-Regel heißt, für 80% der Arbeit haben Sie ungefähr den gleichen Zeitaufwand wie für die 20% Rest. Wer hat, dem wird gegeben. Wir sehen häufig, dass wenn es in einem Knoten, in einem Netzwerk einzelne Knoten gibt, zum Beispiel Empfänger von Forschungsgeldern, kann man ganz klar zeigen, wer bereits einmal, zweimal, dreimal erfolgreich Geld eingeworben hat, dem gelingt es in Zukunft deutlich leichter, weitere Projekte einzuwerben als beim allerersten Mal. Ja, das heißt, wer schon etwas Erfolg hat, dem traut man weiteren Erfolg zu. Der allererste Erfolg ist der schwerste und das ist hier Hubs, Knotenpunkten. Knotenpunkte haben interessante Eigenschaften. Eine Eigenschaft, scale-free, skalenfreie Netzwerke, scale-free Networks. Sie sehen hier in beiden Grafiken ungefähr dieselbe Verteilung. Das ist nämlich hier eine Verteilung der Verknüpfung des World Wide Web, und wir sehen, einige Knoten ziehen sozusagen ganz viel Konnektionen auf sich, andere Knoten, die am rechten Rand sind, die kriegen ganz, ganz wenig ab. Aber egal, wie wir die Skala wählen, hier ist die Skala von 1000 bis 10.000, hier ist die Skala von 10.000 bis 100.000 gewählt. In beiden Fällen sehen wir, kommt es zu der gleichen Verteilung. Das heißt,
die Skala, auf der wir uns die Effekte betrachten, spielt keine so große Rolle. Es ist immer das gleiche Prinzip, nämlich einige wenige Webseiten ziehen zum Beispiel den meisten Traffic auf sich. Und es gibt ganz viele Webseiten, bei denen gar kein Traffic stattfindet. Das ist hier nochmal in gewisser Weise eine Illustration dessen, was wir gerade gehört haben. Und noch ein Punkt, der betrifft hier unten die Umwandlung von regulären Netzwerken in Small World Netzwerke. Wir sehen hier ein Netzwerk, hoppla, das war jetzt ein Klick zu viel. Wir sehen hier ein Netzwerk, wo jeder Knoten genau einen linken und einen rechten Nachbarn hat und wir damit eine kreisförmige Struktur erzeugen können. Das ist ein reguläres Netzwerk, so sagt man dazu. Wir können aus diesem regulären Netzwerk ein irreguläres Netzwerk machen. Und Sie sehen, hier sind drei Kanten eingezeichnet, in denen beispielsweise dieser Knoten hier mit dem Knoten dort verbunden ist oder der hier oben mit dem hier unten. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel in unserem Freundeskreis fragen würden, ich will im nächsten Jahr nach Australien, kennt jemand da eine schicke Wohnung, wo ich vielleicht für ein paar Monate wohnen kann, dann könnten wir in einem regulären Netzwerk, wenn unsere Freunde alle nach einem regulären Netzwerk gebaut sind, bitten, frage deinen Nachbarn. Und dann würde das unendlich lange dauern, bis man diese Ringstruktur durchlaufen hat. Es könnte natürlich sehr sinnvoll sein, dass zum Beispiel diese Rundstruktur abgekürzt wird, indem hier ganz schnelle Verbindungen auftauchen und Sie plötzlich Leute finden, die hier oben in der Nordhalbkugel, wenn wir uns das räumlich vorstellen, sitzen und jemanden auf der Südhalbkugel kennen. Ja, und schon geht es wesentlich schneller, als wenn Sie den gesamten Lauf durchlaufen würden. Einige wenige solcher Rewirings, solcher Links reichen schon aus, um aus dem regulären Netzwerk eine kleine Welt zu machen. Die kleine Welthypothese, das habe ich ganz vergessen zu erläutern, heißt, jeder Mensch ist mit jedem anderen auf dieser Erde über 5 oder 6 Zwischenstationen verbunden. Das heißt, wenn Sie fragen, bin ich eigentlich mit Bill Clinton verbunden, dann müssen Sie eine Kette von Personen herstellen, die von denen der letzte mit Bill Clinton natürlich zusammenhängt und dazwischen welche sind, die zu Ihnen führen. Und ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, Ihre Verbindung zu Putin ist relativ mit schnellen Zwischenschritten herzustellen. Sie kennen mich. Ich kenne unseren Rektor, Rektor Eitel, der wiederum in Russland schon mal bei einer Festveranstaltung Putin getroffen hat. So schnell, über so viel Zwischenstationen, über so wenig Zwischenstationen könnten Sie mit Putin verknüpft sein und Sie könnten sagen, ich habe ein Anliegen, Herr Funke, tragen Sie das doch bitte dem Rektor vor, der Rektor möge das bitte Herrn Putin vortragen und schon sind wir bei Herrn Putin auf ganz kurzem Wege. Small World, jeder Mensch auf dieser Welt mit über 8 Milliarden Einwohnern hat geringe Verbindungslängen zu anderen Menschen auf dieser Welt. Wir wissen das nur nicht. Und das ist ein interessantes Phänomen, was in dieser Small World im Network Thinking analysiert wird. So, ich komme zum Abschluss. Wir sind auf der letzten Folie dieses Kurses angelangt. Ich fasse noch einmal zusammen. Das ist für Sie eigentlich ganz selbstverständlich. Erkenntnistheorie, ich halte sie für essentiell für jede Wissenschaft und für die Psychologie in besonderem Maße, weil wir einen ganz besonderen Gegenstand haben, nämlich uns selbst. Und wenn Menschen sich selbst zum Gegenstand machen, dann hat das ein paar heikle Aspekte, wie wir gelernt haben. Und deswegen ist Erkenntnistheorie grundsätzlich wichtig. Wo können wir unsere sicheren Erkenntnisse dran festmachen? Woher wissen wir, was die Welt im Innersten zusammenhängt, hält? Aber wir müssen das für die Psychologie im Besonderen natürlich reflektieren.
Wir haben in dieser Vorlesung verschiedene Perspektiven gesammelt und bewertet. Die enge fachliche Begrenzung. Ich würde sagen, wir dürfen uns nicht nur auf unsere eigenen Fachdisziplinen, auf unsere eigene Fachdisziplin begrenzen. Wir müssen auch links und rechts vom Tellerrand schauen. Deswegen Hinweise auf chaotische Prozesse in der Physik, Big Bang, was wir hier zuletzt gehört haben, aber auch andere Beispiele, die Sie im Laufe dieses Kurses ja gesehen und gehört haben. Mein Ziel war nicht unbedingt teaching what, sondern teaching how. Sie sollten lernen, ein bisschen kritisch zu denken und zu sehen, welche Vielfalt an Theorien, an Perspektiven vorliegt und dass die einzelnen Perspektiven jeweils Pro- und Kontra-Punkte haben. Es gibt nicht die eine Perspektive, die glücklich machen, selig machend ist, das ist, glaube ich, eine ganz klare Quintessenz. Und deswegen müssen wir nicht konkrete Inhalte lernen, sondern wir brauchen eine Art Critical Thinking. Ich möchte gerne, dass Sie kritisch an die Dinge herangehen. Wir sind im Tempel des Wissens, aber das Besondere ist, dass Sie hier nicht zum Glauben erzogen werden, sondern dass Sie hier zweifeln lernen sollen. Ich würde mir sehr wünschen, dass, wenn Sie diesen Kurs erfolgreich abgeschlossen haben, Sie zu der Gruppe der Zweifler gehören und nicht zur Gruppe der Gläubigen. In der Wissenschaft sollen wir nichts glauben, sollen wir nichts kaufen, sondern zunächst mal zweifeln, ob das wirklich stimmt, ob nicht andere Erklärungen auch stichhaltig wären. Und oft ist das nämlich so. Das ist mir ganz wichtig. Bleiben Sie kritisch. Das ist für mich eine der wichtigsten Zielsetzungen. Überwindung der gegenwärtigen Krise der Psychologie können wir nur durch ein verändertes, durch ein kritisches Vorgehen leisten. Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Das steht fest. Und ich hoffe, das haben Sie auch nach so vielen Stunden, die Sie mit mir jetzt verbracht haben, verstanden. Ende der Vorlesung steht jetzt zum ersten Mal oben drüber. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns nicht mehr in diesem Rahmen, aber vielleicht in einem anderen Rahmen. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht, die verschiedenen Aspekte der Erkenntnistheorie hier zu beleuchten. Und ich kann Sie nur bitten, machen Sie Gebrauch von den Leseempfehlungen, blättern Sie in dem ein oder anderen Werk, das zur Verfügung gestellt wird. Die Dinge haben viele Aspekte und es ist so ein bisschen wie beim Apfelmännchen. Wenn Sie an einer Ecke eine interessante Struktur finden, gehen Sie in ein Detail und entdecken wieder neue Strukturen, vielleicht sogar eine ganz ähnliche Struktur. Und in diesem Sinne, machen Sie es gut, bleiben Sie skeptisch und betreten Sie den Tempel des Wissens immer mit einer gehörigen Portion des Zweifels und nicht in der Absicht, hier gläubig niederzuknien vor den hohen Weisen, die Ihnen angeblich die Weisheit mit Löffeln eintrichtern. Nein, dafür müssen Sie kämpfen, da müssen Sie kritisch bleiben. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Wir sehen uns hier nicht mehr wieder, aber vielleicht woanders. Bis dann. Tschüss.